Von Pudeln und Wölfen von Lazs Kowalski, Teil 1. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lagen Moral und Sprache danieder. Die Menschen waren zu Sklaven ihrer elektronischen Gadgets geworden, zu Zombies, die zwanghaft auf Displays und Bildschirme starrten. Konzerne herrschten über die Welt. Alles geriet aus den Fugen, niemand scherte sich drum. Wir hatten aus der Erde einen Schweinekoben gemacht. Die Böden, die Meere und die Nahrung waren vergiftet. Um ihre Gesundheit besorgt, suchten große Teile der Menschheit Fitnesscenter auf und zwängten sich zum Radfahren Helme auf den Kopf. Es war kaum auszuhalten, wie dumm wir allesamt waren. Ein abgehalfterter, längst nicht mehr junger Schriftsteller, der unglücklicherweise identisch mit mir war, öffnete eine Tür. Volltreffer, dachte er. Der Laden wirkte, als wäre er das Eden aller Bekloppten, Fingernägel kauerten mehrfach Debilen. Ein Vereinsheim der Zeugen Jehovas konnte nicht trostloser sein. Ich blickte mich um. Die Anwesenden hockten auf ihren wackeligen Hockern, als hätte ihnen ein windiger Kerl vor Jahrzehnten das Unglück im Abonnement aufgeschwatzt. Die Einrichtung war schäbig, Clownsfiguren standen in den Regalen hinter der Theke herum. An Orten wie diesem standen immer Clownsfiguren und Puppen herum, die ubiquitären Statthalter von Tristesse und Glücklosigkeit, Indikatoren eines Lebens, das nicht so verlief, wie man es sich einmal vorgestellt hatte. Es gab Ärger, noch bevor ich mein erstes Bier ordern konnte. Eine der Frauen hatte mir zugelächelt, als ich hereinkam, jetzt legte mir ihr Typ grob die Hand auf die Schulter. »Finger weg von meiner Frau«, zischte er mich an. Schnapsgeruch flog mir entgegen und ich beeilte mich, einen kurzen Blick auf das Objekt seiner Begierde zu werfen. Etwa 1,70 Meter groß, circa 120 Kilo schwer und eingehüllt in ein waghalsiges Parfüm aus lange nicht mehr gewaschener Kleidung plus einer Note Urin. »Meister, dich muss man wirklich um deine Prinzessin beneiden«, erklärte ich ihm. »Wie heißt es denn, das wilde Gerät?« »Das geht dich einen Scheißdreck an«, erwiderte er. »Das ist meine, die gehört zu mir, hast du kapiert?« »Lass gut sein, Bernie, und meine Gäste in Ruhe«, schaltete sich die Wirtin jetzt ein. »Heute ist Heiligabend, da will ich keinen Ärger. Halt den Ball flach, sonst werfe ich dich raus.« Ich setzte mich ans hintere Ende der Theke und sie stellte ein Bier vor mich hin. An einem der beiden Tische stritt eine aufgedonnerte Rothaarige ebenfalls mit ihrem Stecher herum. Der Kerl holte aus und verpasste ihr eine saubere Gerade. Dann sprang er auf, warf wütend einen Schein auf den Tresen und stürmte hinaus. Ich dachte, wow, ein guter Laden mit einer erstklassigen Show, und trank einen Schluck. Ich rechnete kurz hoch, wie viele Drinks ich mir würde leisten können und wie viel Zeit, sie zu trinken, ich bräuchte. Meine Seele heulte, heulte wieder eine Luftschutzsirene, wie eine frisch verlassene Frau, wie ein Kind vor dem Süßigkeitenständer an der Supermarktkasse. Ich hockte an einer Theke in einer heruntergekommenen Kneipe und meine Seele jaulte wie ein Hund, den man allein in der Kälte ausgesetzt hatte. Sie heulte wie ein Sturm, wie ein Ozean. Sie heulte und schrie. Sie heulte, als ich einen Gin Tonic bestellte, und sie heulte immer noch, als ich zu den härteren Sachen überging. Sie plärrte, sie greinte, wimmerte wild. Ich ließ sie weiter heulen. Mein Stolz hatte ich schon vor Jahren verloren. Trotz hatte sich in Duldsamkeit verwandelt, Wut und Jähzorn in ein Zucken mit den Schultern. Die Welt war ein Büffel, ein Bison und mein Herz die Prärie, auf der er herumtrampelte. Kein guter Vergleich zu theatralisch, ich weiß, aber zumindest einer, der ausdrückte, was ich empfand. Ich hatte beschlossen, mich von meiner Frau zu trennen. 17 Jahre waren wir zusammen. Mich von ihr trennen, es wäre besser für sie. Niemand fragt, wie alternde Schriftsteller enden. Keine Lektorin, kein Kritiker, kein Literaturprofessor interessiert sich dafür. Nicht, solange sie noch leben. Ob sie ihre Miete und ihre Drinks zahlen können. Ob sie verzweifelt sind oder allmählich verrückt werden. Ob sie an der Seite einer Frau froh werden können. Und erst recht nicht interessieren sich Schriftsteller, die weitgehend unbekannt bleiben, deren Erfolg sich in Grenzen hält und die keine Bestseller liefern. Niemand interessiert sich für sie, nicht mal die eigene Frau. Und noch etwas. Neuerdings ließen sie einen Mann in den Kneipen nicht einmal mehr rauchen. Sie sagten, hey, es ist ganz normal, dass ab und zu ein Atomkraftwerk leckt oder hochgeht. Normal, dass Lebensmittel aus Dingen zusammengepanscht sind, in denen nicht mehr Natur steckt als in einer Barbie-Puppe aus Plastik. Aber es ist wirklich besser für dich, wenn du nicht rauchst, verstanden? Deshalb verbieten wir es.
Weil jedoch Weihnachten war, drückte die Wirtin beide Augen zu und setzte sich über das Rauchverbot in ihrer Kneipe hinweg, eine Kaschemme mit Stil, in die ich eher durch Zufall geraten war. Oder durch Zwangsläufigkeit. Es haben nicht viele Kneipen an Heiligabend geöffnet. Als ich reinkam, war meine Laune gar nicht mal schlecht. Zu Hause hatte mich das Cabin-Fieber, wie ein Freund der Meier diesen Zustand nannte, gepackt. Langeweile, Überdruss und die Botschaft des Körpers, dringend ein paar Gläser leeren zu müssen, kam hinzu. Außerdem der Gedanke an Rechnungen, die nicht bezahlt werden konnten, an die zwei noch ausstehenden Mieten. Die Welt konnte ein echter Kotzbrocken sein. Trotzdem, ich betrat den Laden wie ein Fuchs, der in den Hühnerstall springt, um den Hennen fröhlich guten Tag zu sagen. Wenn das Geld knapp ist, muss ein Gentleman lächeln. Einige Jahre lang war ich recht erfolgreich gewesen. Ich hatte Sketche und Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben. Ich hatte sogar ein paar Preise bekommen, aber das so verdiente Geld war nie lange bei mir geblieben. Wenn ich welches besaß, gab ich es aus. Ich schmiss Runden in den Kneipen und Bars und bestellte Gin Tonic für Leute, die ich nicht kannte. Ich spendierte hässlichen, langweiligen Frauen flaschenweise Champagner, weil ich wusste, dass ihnen nie wieder ein Mann Champagner ausgeben würde. Einmal spendierte ich sogar einem Jungen von 19, der noch nie Sex gehabt hatte, eine Nummer auf einer Prostituierten. Geld besaß einfach keine Bedeutung für mich. Zumindest nicht, solange ich es hatte. Wichtig wurde es erst, wenn es durch Abwesenheit glänzte. Keine gute Einstellung, um eine Frau glücklich zu machen. Denn Frauen können an einem Mann alles ertragen, so ziemlich alles erdulden. Sein Fremdgehen, seine Lügen, sein Posen. Ist allerdings kein Geld da für Miete und Essen, werden sie ihm die Hölle auf Erden bereiten. Wenn du Glück hast, wirkliches Glück, verlassen sie dich. Aber bis dahin ist es ein langer, sehr schmerzhafter Weg mit viel Geschrei, Gezeter und Heulkrämpfen auf Seiten der Frau und reichlich Zähne knirschen, Türen schlagen und trotz Besäufnissen auf Seiten des Mannes. Nichts treibt eine Beischlafpräferierte schneller zur Weißglut, als wenn du ihr eröffnest, dass du soeben das letzte Geld durchgebracht hast. Wieder einmal hast du volle 12 Stunden in dieser Kneipe gehockt, aber sie haben sich wie schnelle 60 Minuten angefühlt. Keine Chance, diesen Umstand einer Frau zu vermitteln, egal wie verträglich und sanft sie sonst womöglich auch ist. Ist kein Geld da, haben Frauen plötzlich diese Guillotine im Blick. Was immer du tust oder sagst, das Beil wird unweigerlich fallen. Sie können nicht damit umgehen, dass du mit Geld nicht umgehen kannst. Wenn sie dich schon fortlassen aus der Höhle und in die Savanne hinaus, dann hast du dort draußen gefälligst Mammuts und Büffel zu erlegen. Zur Not geben sie sich auch mit einem Kaninchen oder einem alten Iltis zufrieden. Hauptsache, du bringst ihnen irgendeinen Tätigkeitsnachweis, der ihnen zeigt, sie sind mit einem Ernährer zusammen. Den Mammuts bloß Knoten in den Rüssel machen und Säbelzahntiger verarschen, findet das Weibchen alles andere als cool. Meine Mutter hatte recht, ich hätte den Gorilla nehmen sollen, schreien sie dich an. Drauf geschissen, dass du klug bist und Manieren besitzt. Der Affe wäre besser gewesen. Sogar ein Nacktmull wäre besser gewesen als du. Früher gab man dieser Art Weiber einen Tritt und jagte sie fort. Heute muss man für diese Sorte Unterhalt zahlen. Die meisten Männer, fast alle, die ich kenne, gehen den Weg des geringsten Widerstands und geraten an die falschen Frauen. Außerdem orientieren sie sich zu sehr an Alter und Optik. Kerle wie Baumstämme lassen sich wie kleine Kinder behandeln. Männer, die 90 Kilo auf die Waage bringen, lassen sich wie ein Insekt in ein leeres Marmeladenglas stecken. Man wird traurig, wenn man sie in den Möbel- und Kaufhäusern wie Hündchen neben ihren Kommandogebern hertrotten sieht. Für ein wenig Muschi, zu der ihnen die Besitzerin hin und wieder Zugang gewährt, schmeißen sie ihre Würde und ihre Gehirne ins Klo. Gut, es gibt auch noch andere Männer und andere Frauen, aber sie sind selten geworden. Was mich und die Frauen betrifft, ich wollte nie die frischen Brötchen, nie die Croissants, sondern die Stullen, die schon mal mit der beschmierten Seite in den Dreck gefallen sind. Und manchmal auch die Leberwurstbrote, die zum Schluss noch auf dem Tablett liegen und die sonst keiner will. Ich wollte meist die, die das Leben schon angenagt hat und die nicht mehr erwarten, dass wir Kerle ihr Leben mit Lametta behängen. Frauen, die anstatt nach Parfum schon von Geburt an immer ein wenig nach Frittierfett und Enttäuschungen riechen. Sie bringen genau diese Art von Wahnsinn zu mir, den es bisweilen braucht, um nicht phlegmatisch zu werden. Ich hatte etliche dieser Sorte kennengelernt. Mal war es gut, mal nicht. Immer aber sattelten sie die Nächte wie gefeierte Jockeys ihr Pferd,
und prescht mit mir im Gepäck dem Horizont zu. Die Wirtin stellte ein neues Glas vor mir ab, eine dralle kleine Person, mit der man sicherlich Spaß haben konnte. Um nicht auf dumme Gedanken zu kommen, warf ich einen Blick auf die Uhr über der Tür. 17.30 Uhr, der Zeitpunkt, an dem bei uns zu Hause, als ich noch Kind war, die Bescherung stattfand. Liebevoll eingepackte Geschenke unter einem leuchtenden Baum. Eine Zeit, in der man von den Käfigstäben, die einen später mal umgeben würden, nichts ahnte. Und da passierte es. Eine Bescherung aus heiterem Himmel. Die Tür ging auf und eine Frau kam herein, scannte kurz die versammelten Anwesenden, entschied sich binnen Sekundenbruchteilen für das kleinere Übel und krabbelte auf den Hocker, der unbesetzt neben mir stand. Auch ich scannte kurz, wallendes über die Schulter fallendes lockiges Haar, blaue Augen, funkelnder Blick, grüner Kostümrock, taillierte Lederjacke mit Pelzkragen, lange wohlgeformte Beine in Pumps. Was hatte dieses Phänomen von einer Frau hereingespült? Bestimmt nicht ihr Interesse für die geschmacklose Inneneinrichtung. Sie bestellte bei der Wirtin, die, wie mir schien, nicht froh war, dass das Ballerhaar nun neben mir saß, einen Baileys auf Eis. Und die Wirtin hatte richtig vermutet. Ich saß da und legte mir bereits die ersten Strophen meiner Balzgesänge zurecht, die ich gleich vortragen wollte. Einen Moment lang dachte ich an den gestrigen Tag. Die Kassiererin im Supermarkt hatte mich gefragt, sammeln Sie Treuepunkte? Und ich hatte geantwortet, danke, nein, das gelingt mir mal nicht mal in einer Beziehung. Womit ich sagen will, mit einem Legostein allein kann man nicht spielen. Sagen Sie das aber bitte nicht meiner Frau. Die Wallaha-Dame legte eine Zigarettenschachtel auf die Theke, eine Marke, die ich nicht kannte, und fragte, haben Sie Feuer? Ungewöhnlich in einer Kneipe wie jener mit Sie angesprochen zu werden. Andererseits verstärkte es noch meine Aufmerksamkeit für dieses Geschöpf. Ich hielt ihr mein Feuerzeug hin, sie beugte sich der Flamme entgegen und der Geruch ihres Haars stieg mir die Nase hinauf, ein angenehmer Geruch. An der Wand hinter schwarz glänzenden Ballewolle hing ein Poster, das darauf hinwies, dass Howard Carpendale am 15. März in der Längstes Arena auftreten werde. Es schämte sich ein wenig, an dieser Wand im Rücken dieser schönen Frau zu hängen, weil es ahnte, im Vergleich zu ihrer Grazie wirke es dumm und profan. Die Wirtin erschien und servierte den Baileys. Ich bekam es nur aus den Augenwinkeln mit, denn in einer kurzen Halluzination sah ich mich bereits mit meiner Nase in diese Haarfluten eintauchen. Ich witterte Licht und Vergebung. Hätte mich der Meier in diesem Augenblick gesehen, er hätte gesagt, »Mein Gott, du siehst aus wie einer, der noch den Mund voll Kekse hat und schon nach der Torte schielt.« Seit wir uns kannten, fand der Meier es immer unerklärlich, dass die Frauen mich mochten. Vielleicht war es aber bloß so, dass sie mich mochten, weil ich sie mochte, leidenschaftlich sogar. »Sie sehen unglücklich aus«, sagte ich, als das Ballerhaar vom Baileys nippte. »Wenn Sie wollen, lüge ich Ihnen gern etwas vor.«